Wenn ein Mensch anfängt, umzudenken. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 38 bis 42. Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung, und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Buße zu tun hat nichts mit Abbüßen zu tun, wie man vielleicht vermuten könnte. Das Wort leitet sich vom griechischen Metanoia ab, das sich wiederum aus zwei Wörtern zusammensetzt, nämlich Meta und Noia, was so viel bedeutet wie um und denken, also umdenken. Diese Aufforderung zum Umdenken impliziert logischerweise, dass man als sündiger Mensch, der wir ja alle sind, zuvor falsch gedacht hat über Gott, über dieses irdische Leben und den Sinn des Lebens und in dem Zusammenhang eben auch verkehrte Gedanken über sich selbst haben musste. Benedikt Peters schreibt: Alles Christsein beginnt mit einem mündigen, begründeten Entschluss, umzudenken. Das ist meine Verantwortung, das nimmt Gott uns nicht ab. Wirklich absolut erstaunlich und im höchsten Maße ergreifend ist es, wenn wir nun lesen, dass bei der Predigt des Petrus 3000 Seelen auf einen Schlag umgedacht haben und errettet wurden. Der Heilige Geist war hier vollmächtig am Wirken. Wäre das heute auch noch so effektiv möglich? Nicht, dass eine Bekehrung eine Massenveranstaltung ist oder sein müsste, wie man vielleicht meinen könnte, aber hier bei Petrus wurde ein Fundament gelegt damals. Und wie viele dieser 3000 bekehrten Menschen haben dann wiederum anderen Menschen das heilsbringende Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, weitergegeben. Und das war ja auch der Sinn der Sache. Veränderte Menschen können Veränderungen bewirken. Nicht aus eigener Kraft, aber durch die Kraft der Worte, die durch den Heiligen Geist in der Bibel zu den Menschen sprechen. Damals wie heute. Was die 3000 Menschen gehört haben und in ihrer Seele bewegten, war dieselbe Botschaft wie heute. Die Aufforderung, Buße zu tun, also umzudenken, hat inhaltlich mit meiner Sünde und der Vergebung dieser Sünde und Sünden in der Mehrzahl zu tun. Und zwar explizit bei jedem persönlich. Und dazu wurde Gott Mensch in Jesus Christus, um diesen Preis zu bezahlen, um den Weg in den Himmel frei zu machen, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung werden wir gerettet, kommen nicht ins Gericht und haben ewiges Leben. Johannes 3, 16. Letztlich ist vom Anfang unseres Glaubenslebens bis zum irdischen Ende, das ist ein einziger Akt der Gnade. Das ist einem vielleicht anfangs nicht sofort klar, aber das wird es im Laufe der Jahre. Es ist Gottes ewige Güte, die uns zur Buße führt und leitet. Römer 2, 4. Wir werden zwar zur Buße und zum Umdenken aufgerufen und sollten das auch ernst nehmen, aber wenn Gott nicht grundsätzlich vergeben wollte und dazu eine Möglichkeit erschaffen hätte, gäbe es auch kein Umdenken, keine Erlösung und keine Errettung. Man würde als Mensch vielleicht über Gott im Allgemeinen nachdenken, sich auch religiös verhalten mitunter und sich vielleicht philosophisch mit einem Schöpfer beschäftigen, mit dem Sinn des Lebens.
Aber der rettende Glaube an den gekreuzigten Sohn Gottes wäre keine lebensverändernde Botschaft. Höchstens ein interessantes intellektuelles Gedankengut. John MacArthur schreibt in seinem Bibelkommentar: Petrus fasst seine Predigt mit einer vollmächtigen Aussage zusammen, die Gewissheit verleiht. Die Prophezeiung der Auferstehung und Erhöhung Christi im Alten Testament beweist mehr als überzeugend, dass der gekreuzigte Jesus der Messias ist, zum Herrn als auch zum Christus. Jesus ist sowohl Gott als auch der gesalbte Messias, drang es ihnen durchs Herz. Das griechische Wort für Drang bedeutet Stach oder Schnitt und bezeichnet somit etwas Plötzliches und Unerwartetes. Petrus Zuhörer wurden von seiner Aussage ins Herz getroffen, dass sie ihren eigenen Messias umgebracht hatten, und daher waren sie betrübt, bußfertig und zutiefst geistlich überführt. Tut Buße. Das bezeichnet eine Änderung des Sinnens und Trachtens, mit der sich ein Mensch von der Sünde weg und zu Gott hinwendet. 1. Thessalonicher 1,9. Zu einer solchen Veränderung gehört mehr als nur die Furcht vor den Konsequenzen des Gerichts Gottes. Wer echte Buße hat, sieht ein, dass er sich von dem Bösen der Sünde trennen und die Person und das Werk Jesu Christi und ihn allein völlig annehmen muss. Petrus forderte seine Zuhörer auf, Buße zu tun, denn anders konnten sie keine echte Bekehrung erleben. Soweit. Die Jünger taten Wunder und heilten Menschen, was bei den Juden großes Erstaunen auslöste. Und hierzu lesen wir in Apostelgeschichte 3, Verse 12 bis 21 folgendes. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk: Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Der Glaube, der zum Umdenken nötig war, wurde bereits aufgeschrieben. Als diese Worte dann greifbar, erfahrbar, sichtbar und wahrhaftig wurden, war das Erstaunen groß. Scheinbar muss immer erst alles Gewöhnliche auf den Kopf gestellt werden, damit man anfängt, sich Gedanken zu machen. Aber das ist nicht der eigentliche Weg und der Wille Gottes, damit ein Mensch endlich umdenkt und glaubt. Manches kann ein Hilfsmittel sein für manche, aber Wunder an sich haben noch keinen Menschen wirklich überzeugt. Stattdessen wurden die Gläubigen verfolgt, verspottet und getötet, damals wie heute. Und auch heutzutage sagen nicht wenige, dass sie vielleicht glauben würden, wenn es Beweise gäbe oder Wunder geschehen oder wenn die Christen sich anders verhalten würden, wie auch immer. Aber
ihre Eigenverantwortlichkeit zu hören, nachzudenken und umzudenken und dann anfangen zu glauben und zu vertrauen und Gottes Wort ernst zu nehmen, davon wollen viele nichts wissen. In Apostelgeschichte 17, Verse 30 und 31 steht: Nun hat zwar Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen, überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Es ist Gottes Wille, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und ihnen entsprechend geholfen wird. 1. Timotheus 2,4. Worauf konkret bezieht sich nun dieses Umdenken? Wobei muss uns geholfen werden? Der alttestamentliche Prophet Jesaja hat vorausgesagt, dass die Juden den Sohn Gottes für nichts achten werden. Jesaja 53,3. Und sie fragten sich dann tatsächlich auch zynisch in Bezug auf Jesus Christus, was denn Gutes aus Nazareth kommen kann. Johannes 1,46. Also überall Vorurteile, wie auch heute. Sie wussten, dass der Messias kommen sollte, aber als er auftrat, haben sie ihn abgelehnt, nicht ernst genommen. Heutzutage wird Jesus von vielen Menschen vielleicht nicht gerade verachtet oder verspottet, manchmal schon, aber nicht grundsätzlich. Aber er ist trotzdem für die meisten wohl eher unwichtig und kaum interessant. Für das persönliche, tägliche Leben spielt er für viele eher keine Rolle. Was er sagte, wird oft totgeschwiegen oder man humanisiert und moralisiert den Sohn Gottes und sieht in ihm lediglich einen guten Menschen mit einer fixen Idee, die daneben ging und ihm den Tod brachte. Gott hat nun, wie gelesen, diesen Jesus von Nazareth über alles gesetzt, was da lebt, Epheser 1,22, und er hat ihn von den Toten auferweckt. Jesus Christus ist der Erste und der Letzte, er war tot und ist wieder lebendig geworden, Offenbarung 1,17 18. Er ist der Sündenvergeber, der Weg, die Wahrheit und das Leben und der einzige Weg in den Himmel und zur Seligkeit und zur Vergebung. Johannes 14,6. Es gibt keinen anderen Weg. Wir sind ein verkehrtes Geschlecht, Philipper 2,15, und haben Erlösung bitter nötig. Umdenken tut also Not. Wir müssen begreifen, wer Jesus Christus ist und unser Denken korrigieren, wo wir ihn falsch gesehen oder bisher ignoriert haben. Er ist der Eckstein, der alles zusammenhält und den manche, auch scheinbar gläubige Menschen, manchmal blind und hochmütig verwerfen. Apostelgeschichte 4,11. Und wo wir als Christen manchmal drohen einzuschlafen oder lässig zu werden, Prediger 10,18, müssen wir auch wieder erneut umdenken. In Epheser 4,22 bis 24 steht geschrieben: Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gelobt und gepriesen sei Jesus Christus, unser Heiland, den Vergeber unserer Sünden, das A und das O, den Herrn, den wir erwarten, in Macht und Herrlichkeit. Gott segne euch, behüte euch, beschütze euch und stärke euch. Amen.